Made in China. Das war jetzt der klassische Fall, der einem in einer Sneak Preview passieren kann. Man geht hin und kriegt einen Film zu sehen, den man noch nie irgendwie vernommen hat, noch nie irgendwas dazu gehört hat, was ja eigentlich die beste Möglichkeit ist, um sich unvoreingenommen auf sowas einzulassen. Und in meinem Fall möchte ich mein Erleben dieses Films mit einem Vergleich bezeichnen. Man stelle sich vor, man gehe in ein Einkaufszentrum und steht dort auf dem Flur und dann hat man, keine Ahnung, dort eine Fressbude, dort ein Bekleidungsgeschäft, dort ein Einrichtungsgeschäft. Man könnte jetzt in jedes davon gehen, was man aber stattdessen macht, ist, sich auf dem Flur einfach nur ein wenig zu bewegen und nichts davon aufzusuchen, wie das jetzt in Filmform aussieht. Ja, wir haben im Film einen jungen französischen Fotografen, der heißt François, der kommt aber eigentlich aus China, sieht chinesisch aus, fühlt sich aber als kompletter, vollwertiger Franzose und mit seiner Familie, die in Chinatown von Paris lebt, hat er komplett gebrochen. Dann erfährt er am Anfang, dass seine Freundin schwanger ist und um seinem Kind was Gutes zu tun und weil es richtig ist, will er den Kontakt mit seiner Familie wieder aufbauen. Das heißt, er geht zurück in seine alte Gegend und muss insbesondere die absolut verhärtete Beziehung mit seinem Vater wieder kitten. Das ist jetzt die Situation, die ich quasi damit meine, man steht auf dem Flur und jetzt gibt es wahnsinnig viele Dinge, in die der Film gehen kann. Er könnte ins Zentrum setzen, halt wie François und sein sturer Vater sich irgendwie annähern, also irgend so ein Drama oder eine Komödie über zwei Sturköpfe. Das kann wirklich ein schmerzliches Drama werden, wenn da irgendwelche alten Altlasten aus der Vergangenheit aufbearbeitet werden. Dann gibt es noch den lustigen Kumpel, das ist Bruno, und der verknallt sich in eine Frau aus diesem chinesischen Umfeld, der wirbt um sie, das könnte eine lustige Komödie geben. Die Frau von François ist schwanger, das heißt, er hat da halt eine Schwangere an der Backe, das kann man ja auch immer wieder für diverse Gags nutzen. Es gibt noch die etwas schräge Verwandtschaft, so ein Sprüche klopfenden Cousin und so weiter. Da ist eine Menge da, aber der Film macht nichts davon. Was die scheinbar bei der Produktion gehabt haben und was die wahnsinnig gerne eingesetzt haben, ist eine Drohne. Das heißt, der Film baut regelmäßig Luftaufnahmen von den Häusern ein und an einer Stelle macht die Familie einen Ausflug und fahren mit dem Auto über ein Feld und dann fliegt quasi die Drohne so da drüber und nimmt das Ganze von oben wahr. Und das ist im Grunde genau das, was der Film mit den Figuren macht. Der Film geht nicht mal 80 Minuten, zumindest kam es mir so vor. Er macht eigentlich nur eine Betrachtung seiner Figuren, der Charaktere und beobachtet sie eben in dieser Zeit, wo die Schwangerschaft passiert, die Geburt und noch ein bisschen darauf. Wir sehen einfach einzelne Kapitel und folgen keinem einzigen davon. Gehen also in keines der Geschäfte rein. Das heißt, an der einen Stelle kommt ein langer Dialog zwischen Sohn und Vater, dann kommt der Vater auch durchaus mal für 10, 15 Minuten gar nicht mehr vor. Es gibt andere Plotpunkte, die werden aufgegriffen, sind aber dann genauso überflüssig und insgesamt habe ich bei diesem Film nie das Gefühl, eine klare, gerade Linie zu haben. Aber das tut ihm nichts, denn die Figuren sind charmant, herzlich, kaum eine wird wirklich tief beleuchtet, außer eben dem Titelgeber François. Und insgesamt strahlt dieser Film eine Unbedarftheit und auch eine Herzlichkeit aus, dass er quasi richtig angenehm zu gucken war. Das ist etwas, was ich neulich gelesen habe. Die Franzosen haben einen sehr boomenden Kinomarkt, weil sie die Filme für ihre eigenen Leute machen. Das heißt, französische Filmemacher wissen, was französisches Publikum gerne guckt und liefern eine breite Palette an Titeln und wenn diese dann nach Deutschland mal wandern, ist da nichts gegen zu sagen, aber es sind halt keine Titel, die gezielt für den deutschen Markt gemacht wurden und dieser, ich sage es mal, ruhige Film, der an jede Menge Klischees hätte gehen können und sich auf jede Menge Richtungen hätte einlassen können, ist einfach ein kleiner, ruhiger, herziger, sympathischer, unscheinbarer, aber wohltuender Film, der natürlich hierzulande, denke ich mal, nicht wirklich groß, breit auskommen oder wahrgenommen werden wird, der aber eben Liebhaber von französischen Filmen oder überhaupt Leuten, die denen, sagen wir mal, etwas offen gegenüber sind, durchaus richtig viel Spaß machen kann. Für mich hat jeder französische Film ja sowieso schon dadurch gewonnen, dass Christian Clavier nicht mitspielt. Und generell sei einfach gesagt, ich finde jetzt hier kein großes Fazit. Ich sage einfach in meiner Bewertung 3 von 5 Punkten, wegen einer nicht wirklich vorhandenen Dramaturgie, aber eben ganz viel Herz und ganz viel Charme.
Und man kann es, wenn man ihm irgendwie mal in die Pfoten bekommt, durchaus versuchen, auch wenn die ersten paar Sekunden relativ abschreckend sind. Denn Hauptdarstellerin, ich spreche sie sowieso falsch aus, Frederic Chow und sein Kumpel Mehdi Sadoun, das sind der Araber und der Asiate aus den Monsieur Claude-Filmen. Mein erster Eindruck war, um Gottes Willen, gibt es davon jetzt ein Spin-off? Aber davon ist der Film meilenweit entfernt. Wie seht ihr das? Seid ihr dem französischen Film offen zugetan? Frage ich, glaube ich, jedes Mal bei einem solchen Film. Habt ihr von diesem hier schon mal was vernommen? Und ja, wie findet ihr einen einfach ruhigen Film, der sich eigentlich in kein Genre einbettet? Das würde mich interessieren in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.